Präsidentin, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Gäste. In der im vorliegenden Jahr beschlossenen Drucksache 610672 wurde die Situation der Stadt Lauchhammer und deren Umgebung sehr zutreffend dargestellt und beschrieben. Unabhängig davon ist sie wohl jedem Brandenburger hinlänglich bekannt, der sich ansatzweise mit den Verhältnissen in seinem Bundesland Brandenburg beschäftigt hat. Aus diesem Grund möchte ich die Einzelheiten darüber an dieser Stelle ersparen. Frau Dannenberg hat ja schon so viele Themen bzw. so viele Fakten genannt, die ich jetzt einfach nicht mehr aufführen will, weil die 5 Minuten, die ich habe, dann wirklich ausreichend werden. Nur so viel. Wenn wir von Lauchhammer sprechen, dann sprechen wir von einer Region, die wie alle Teile der sogenannten neuen Bundesländer in den letzten 30 Jahren an Lebensqualität gewonnen haben. Das stellt doch niemand in Frage. Aber viele Regionen, die da während verbundenen Schmerzen inzwischen durch wirtschaftlichen Aufschwung fast vergessen haben, bezahlt das Lausitzer Revier und hier insbesondere auch die Stadt Lauchhammer, das bis heute mit einer kräftezehrenden, nervenaufreibenden und nicht enden wollenden Überlebenskampf, der in Deutschland seinesgleichen sucht. Mit einer umstrittenen deutschen Klimapolitik, der sich aus meiner Sicht auch unsere Landesregierung viel zu ergeben zeigt, werden neuerliche Orkane über ganz Deutschland in besonderer Weise aber erneut in der Lausitz am wirtschaftlichen Himmel mehr als deutlich erkennbar. Deshalb müssen wir alles in unserer Macht Liegende einsetzen und tun, um die Schmerzen der Lausitz, wie es in einem Dokumentarfilm einmal treffend beschrieben wurde, die Schmerzen der Menschen in dieser Region lindern. Deshalb war der Beschluss im vergangenen Jahr völlig richtig. Doch Beschlüsse sind nur Worte. Dass aus Worten auch Taten werden, dafür muss die Kontrolle zur Einhaltung dieser Beschlüsse greifen. Das sollte meiner Meinung nach auch selbstverständlich sein. Dass die Landesregierung mit einem neuerlichen Beschluss darauf hingewiesen werden muss, an der kontinuierlichen Umsetzung weiterzuarbeiten, finde ich, um es vorsichtig auszudrücken, bemerkenswert. Bei einer solchen Arbeitsweise ist es wenig verwunderlich, dass man innerhalb der 6. Legislaturperiode auf sagenhaft über 10.000 Drucksachen kommt. Der Beschluss zur Einhaltung eines Beschlusses erinnert mich darüber hinaus an das uralte Lied des Liedermachers Reinhard May, wo es um den Antrag zur Erteilung eines Antragsformulars zur Bestätigung der Nichtigkeit des Durchschriftsexemplars geht. Was in diesem Lied zur Erheiterung des Publikums dienen sollte, bewirkt in Lauchhammer genau das Gegenteil. Deshalb komme ich zurück zum Inhalt der Drucksache. Als vorbeugende Maßnahme wieder das Vergessen ist es wichtig, dass die Probleme in Lauchhammer, die zugegeben weit weg sind von Potsdam, nicht wieder aus den Augen verloren werden und regelmäßig im zuständigen Ausschuss darüber berichtet wird. Das wurde teilweise ja auch schon praktiziert, zum Beispiel in der 49. Sitzung des Ausschusses für Infrastruktur und Landesplanung am 9.5. des letzten Jahres und zuletzt also die 2. Sitzung am 16.01.2020, wo das zuständige Ministerium über den Sach- und Arbeitsstand informiert hat. Wenn ich jetzt nichts übersehen habe, waren das 2 Sitzungen, in der die Umsetzung des Beschlusses 6-10672 Thema war. Hier muss mehr Kontinuität in der Arbeit sein. Und lassen Sie mir eins nur noch sagen. Ich freue mich, dass die Fraktionen alle miteinander an einen Strang ziehen, denn es geht hier um Menschen, die wirklich unsere Hilfe brauchen. Und dass sie nicht im Regen stehen gelassen werden, das werden wir heute ändern. Und deshalb werden wir diesem Antrag natürlich zustimmen. Und ich bedanke mich in dieser späten Stunde für Ihre Aufmerksamkeit.